So, da wären wir wieder bei der trockensten Folge überhaupt. Ist der Plan. Grün. Du. Die Grad von Grün, ne? Pollution Cleaning Module, ja. Module, die man niemals wirklich brauchen würde. Also ja doch, man müsste sie brauchen, wenn man wirklich verhindern will, dass man angegriffen wird. Aber irgendwie wollen wir das nicht mehr. Die bitte alle aufstufen, die bitte aufstufen, die bitte aufstufen. Wir wollen ja angegriffen werden, um noch mehr Alien-Artefakte zu bekommen. Wobei, selbst das bräuchten wir nicht, weil es gibt wesentlich abgefahrenere Methoden, an die Alien-Artefakte ranzukommen. Die habe ich nur absichtlich nicht benutzt. Aber jetzt, da wir immer näher dem High-High-High-End-Bereich kommen, könnte ich drüber nachdenken, einfach nur aus Jux und Dollerei die auch mal zu bauen. Das wäre nämlich die Alien-Artefakt-Tree-Farm. Da wachsen die quasi in den Bäumen. Oder halt die Artefakte, die man abbauen kann. Die da, die kann man auch irgendwie umwandeln zu Alien-Artefakten. Was denn noch einfacher ist, wenn man so ein Ding gesichert hat. Ja, aber gut, wir wollten langweilige Dinge tun. Hier, geh da hin. 1, 2, 3, du machst braun. 1, 2, 3, dich könnten wir auf 5 hochbringen, dich auch. Hier ist irgendwo eine Lichtlücke. Die beiden müssen weg, weil Speedmodule sind sogar relativ wichtig, wie wir am Ende der letzten Folge feststellen durften. Braucht man ja doch ab und an mal. Möglichst hoch in Forschungsmodulen, Forschungslaboren, nicht Modulen. Das heißt, von hier nach da hätten wir gerne Verbindung. Und du machst hier 4er Speedmodule. Du brauchst Logic Board, Solder und Integrated. Blau Logic Boards, nicht so viele. Integrated, nicht so viele. Und wie immer, Lötzinn. Wir brauchen mehr davon. Viel mehr davon, überall und viel mehr davon. So. Achso, und Produktivitätsmodule, um Produktivitätsmodule herzustellen, das war auch was, ne? Was fehlt dir jetzt? Mehr Logic Boards? Ja, mehr Logic Boards. Warum fehlen dir Logic Boards? Weil dir Electronic Components fehlen, nicht schon wieder. Ich habe euch schon verdoppelt. Silicon Wafer. Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe ein sehr starkes Déjà-vu. Das hatten wir doch vor ein paar Folgen erst gefixt. Außer wieder nur so ein Notfix, hm? Ja, hier sind nur zwei, das wird gleich verdoppelt. Warum willst du rote Fabriken haben? Achso, es fehlen Zäpfchen. Okay. Zäpfchen sind hier unten und dir fehlt was? Dir fehlt Calciumchlorid. Was zur Hölle war Calcium? Da, Calciumchlorid. Dir fehlt Hydrodödelde. Warum wird das so langsam gemacht? Weil nicht genug Salz kommt? Mal schneller. Mach den auch mal schneller. Hä? Ich glaube, Salz ist zu langsam. Okay, dann mach doch lieber so. Dich auch so. Dich auch so. Achso, und dich sowieso zu einer MK2. Damit du noch mehr davon haben kannst. So, und jetzt haben wir mehr Calciumchloridknödelchen. Und dadurch haben wir mehr Zäpfchen. Und durch die mehr Zäpfchen haben wir mehr gepuffertes Silikonzeug. Und dadurch haben wir wieder mehr von diesen anderen Dingern. Die Basic Electronic Competence. Die da. Nee, Electronic Components, nicht die Basic Electronic Components. Warum haben sie nicht einfach Widerstände und was auch immer gemacht? Das wäre einfacher vom Namen her.
Wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung steht das da auch so. Ja, und ihr kriegt auch alle keine Geschwindigkeitsmodule, sondern die hier. Vorerst. Okay. Noch ein Problem behoben, von dem wir gar nicht wussten, dass es existiert. Das ist schön. Wow. Okay. Wir haben sehr viele rote Fabriken. Dann machen wir nochmal so. Bim, 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 bim. Hier sind sogar noch blaue. Aber mal alles ersetzen. Lala. Ich hoffe, das geht alles soweit gut. Oh, hier ist gut was zu tun. Das könnte schön aussehen. Nein, Mist. Das sollte eine langweilige Folge werden. Problem. Also, wir stellen Fabriken ein. Wir waren bei grün. Grün ist Modul Nummer 4. Grün ist Modul Nummer 5. Aber hey, da haben sie selber Schuld. Wenn sie so ungeduldig sind und nicht Kisten einstellen zu gucken wollen, dann verpassen sie halt die Hälfte. Edge Badge. Du hättest gerne dasselbe wie die hier drüben brauchen, nur in grün. Richtig? Grün da. 10. Das heißt, ich kann es hier auch reinkopieren und mach dich nur weg und mach dich braun. Ja, und Gott ist schon am Arbeiten. Gott arbeitet langsam. Mach Gott schneller. So, sind die falschen. Ich will die besseren. So, also einer laufen schon mal. Einer haben aber noch keine Verbindung zu zwei. Und die brauchen jetzt Grün, Gold und Solder. Das heißt, ich kopiere das von hier. Chup, chup. Nimm die beiden raus. Nimm die beiden raus. Mach da jetzt grüne Basic Boards rein. Und fordere grüne einer an, falls die irgendwo im System rumtouren. Richtig? Dann wirst du nicht hergestellt, weil wir keine Pollution Cleaning Circuit Boards haben. Doch, haben wir. Hä? Oh. Ich habe die falschen. Erstmal muss das zurück. So. Und dann habe ich die falschen angefordert, die falschen grünen. Die da hätte ich gerne. So, und die alten Sachen da raus. Das ist okay. Das ist okay. Ha, jetzt arbeiten die. Okay, und der arbeitet auch schon. Das ist schön. Hier alle schön produktiv und so. So. Dreierstufe. Die Dreierstufe braucht die beiden Sachen plus... Ich mach's mal anders. Ich mach mal... Das da und Solder. Kopiert das da rüber und macht denn dazu die Vorgängerversion. Also zweier davon und... Sind das hier Logic oder Circuit noch? Oh, ist schon Logic. Okay, du raus. Du rein. Hier genauso, nur in braun. Logic. Und zweier. Bitte nicht so viele. Weil die Logic Boards sind echt doch ziemlich ressourcenlastig. So. Angriffe im Osten sind kein Problem. Wieder ein bisschen aufstufen. Zack. Zack. Ich hoffe mal, ihr schafft das. Ja, schafft das. So, und weiter langweilig Sachen ersetzen. Wir brauchen... Also drei... Läuft nicht, weil... So, weil die Roboter nicht schnell genug sind. Es sollte aber eigentlich laufen. Ja, das ist okay. So, Dreier laufen, Dreier laufen. Theoretisch. Vierer. Haben wir schon grüne Vierer? Ja, haben wir. Du stellst bitte grüne Vierer hin. Du stellst bitte grüne Fünfer hin. Power haben wir auch irre lange. Wie viele Speedmodule haben wir da? 47. Ja. Sobald wir die... Also ich überlege mir gerade, ob ich die Speedmodule hier nehme und jetzt die ganzen Dreier bei den Forschungslaboren rausrupfe und durch Vierer setze. Aber das macht nicht so einen Riesenunterschied. Das ist okay. Du hättest gerne Solder und Integrated.
Integrated on Solder. Kopier, kopier. Hast du die auch? Ja, kopier, kopier. So, Integrated on Solder und dann jetzt wieder Logic und Dreier. Grün, dunkelgrün. Logic. Und Dreier, dunkelgrün. Du. Oh, Vierer haben wir noch gar nicht verbraucht. Du hier zwischen bitte und euch aufstufen, 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 aufstufen. Alles rot, alles rot. Hier könnte auch ruhig mal alles rot gemacht werden. So. Und dann haben wir da schon fast alles, oder? Ich glaube, dann ist die langweilige Folge offiziell zu Ende. Wir haben braun, grün und alle anderen Module auch so weit vorbereitet, wie wir es können. Ja, haben wir. Achso, hier fehlen noch Ärmchen. Was? Achso, das ist mein Ärmchen. 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 Fünfer Speed haben wir noch nicht. Fünfer, das haben wir noch nicht. Sollten wir als nächstes erforschen. Fünfer Speed Module. Wichtig, wichtig. Wie schaut's aus mit Produktivitätsmodulen? Und zwar hier die Vierer schnappe ich mir mal. Und gehe jetzt hier unten die Dinger durch, damit die alle besser arbeiten. Da, wo noch was fehlt. Hauptsache, ist irgendwas an Produktivitätsdingern drin. Strom ist okay. Strom ist mehr als okay. Jo, sehr schön. Dann schaut's hier okay aus. Braucht noch ein bisschen. Noch irgendwas, was ich einstellen könnte. Die roten Module, oder? Raw Productivity. Die gibt's zweimal. Die machen 25% am Ende. Was machen die Gott-Module? Oh, das Zweier-Gott-Modul macht schon 20%. Also lohnt es gar nicht, die roten zu bauen. Naja. So gesehen lohnt es gar nicht mehr, irgendwelche anderen Module zu bauen. Außer die Gott-Module. Das heißt, ab einem Punkt, wahrscheinlich ab den Dreier-Gott-Modulen, sollte ich diesen ganzen Komplex wieder abreißen. Damit keine Ressourcen verschwendet werden. Kann ich die Module zerlegen? Das ist eine wichtige Frage. Nimm mal eins von denen. Lauf mal kurz den Recycler. Weil wir haben dann später tausende von MK5 Produktivitäts- und Speed-Modulen, die nichts machen. Und ich kann sie nicht zerlegen. Dreier kann ich zerlegen. Nee, Zweier. Warum? Das hier ist ein Base-Core, Ditec-Core, Main-Ditec-Machine-Bob-Modul. Das hier ist ein Main-Ditec-Machine-Bob-Modul. Okay. Ja, ich kann dann die alten umfunktionieren zu diesen RAW-Modulen. Gibt es in der Forschung noch irgendwas? Es gibt noch grüne Module. Ich verbrauche weniger. Nee. Und es gibt noch RAW Speed. RAW Speed könnte interessant sein, aber auch nur, wenn das höchste Gott-Modul langsamer ist als das höchste RAW Speed-Modul. Wenn nicht, dann trumpft Gott wieder alles. Oh, na gut. Damit ist die langweilige Folge vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, tschüss.